Servus Le, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal ein bisschen anderes Video. Ihr habt schon im Titel gesehen, heute geht es um das Projekt Herzenssache. Projekt Herzenssache, was ist das? Das wird auf jeden Fall ein Projekt, wo über mehrere Teile geht. Und es ist ein Projekt für das Kinderzentrum in Maulbronn. Was das Kinderzentrum ist, in kurz gesagt Kieze nennt sie sich, das blende ich euch mal jetzt mal ein in einem kurzen Video, in dem kleinen Vorstellungsvideo. Kinderzentrum Maulbronn. Das Kinderzentrum Maulbronn ist die größte sozialpädiatrische Einrichtung in Baden-Württemberg. Patienten vom Säuglings- bis zum Jugendalter werden von einem Team erfahrener Mitarbeiter mit über 60 diagnostischen und therapeutischen Angeboten individuell, umfassend und auf aktuellstem Stand behandelt. Wir behandeln Kinder und Jugendliche mit vielfältigen motorischen Störungen, mit Kommunikationsproblemen und mit Anfällen, oft auch mit seltenen angeborenen Ursachen. Ferner sehen wir Kleinkinder mit jeglichen Verhaltensstörungen, mit Essstörungen, Schulkinder mit schweren Schul- und Alltagsproblemen bis hin zu Jugendlichen mit psychosomatischen Störungen, mit Schmerzen oder Selbstverletzungen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was das Kieze ist. Es geht darum, die Jungs, die waren allerdings schon letztes Jahr schon da, die wollen für die Kiddies ein schönes, großes Aquarium, weil die bauen gerade ein neues Gebäude, beziehungsweise es wird, glaube ich, ein bestehendes Gebäude komplett auf links gedreht. Wie gesagt, die Jungs, die waren da, haben mir ihre Wünsche so erklärt. Das Aquarium soll 3,20 Meter lang werden, 80 tief und 80 hoch, mit einer guten Filtertechnik, haben aber ein Budget X. Und beim ersten Gespräch habe ich mir schon gedacht, das Budget X, das kann ich leider nicht einhalten. Keine Chance mit der Technik, wo wir da reinmachen und allem. Keine Chance. Dann habe ich das erste Angebot geschrieben, habe das alles mal zusammengerechnet und unter dem Strich meine Befürchtung wurde wahr, weit das Budget überschritten. Ja, dann habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Die Kiddies, die haben ein richtig geiles Becken verdient, habe mich ans Telefon gesetzt, hab meine Lieferanten abtelefoniert und so nach einer halben Stunde war mir an sich schon klar am Telefon, dass ich echt wirklich mit meiner Meinung nach den besten Lieferanten zusammenarbeite, die wo ich kenne. Und hier steht alles. Meine Lieferanten stellen uns für das Projekt mega viel und extrem mega Zeug zusammen. Es ist noch nicht alles da. Es kommt noch was, es ist noch unterwegs. Das zeige ich euch dann allerdings dann erst im nächsten Video. Ein kleiner Augenzwinker. Wir brauchen für das Becken, das wird ein reines Malawi-Barschbecken, noch Pflanzen. Also falls noch irgendjemand Lust hat, hier noch mit einzusteigen in dieses Projekt, irgendein Lieferant, wo Pflanzen vertreibt oder eine Wasserpflanzengärtnerei, speziell für Malawi, gerne bei mir melden. Wie gesagt, wir brauchen noch echt eine Mega-Leitung an Pflanzen. Herzlich willkommen. Also mega, das wäre echt super klasse. Ja, habe ich schon gesagt, das Becken wird 3,20 Meter lang. Nick mal da hinten. Okay, also 3,20 Meter mal 80 mal 80. Von mir gibt es natürlich auch einiges. Sprich, die Anlage, klar, kann ich nicht kostenlos machen. Das geht nicht. Deshalb gibt es von mir auch für die gesamte Anlage einen richtig guten Rabatt. Und die gesamte Arbeitszeit von der Anlieferung, von der Aufstellung, habe ich alles on top. Völlig egal, die Kiddies, die haben es meiner Meinung nach komplett verdient. Ja, wo fange ich jetzt mal an? Rechts nach links, links nach rechts, was meinst du? Rechts nach links. Rechts nach links, also. Fangen wir hier an. Die Firma Fauna Marine, der Claude, der hat uns eine Riesenladung Futter zugeschickt, 3x600 Gramm Soft Multimix. Ich habe ihm gesagt, Claude, ich brauche für die und die Fische brauche ich Futter. Hat er mir Big Beef zugeschickt. Das Soft Multimix, wie gesagt, 3x600 Gramm. Dann für die Kohle, weil Barsche tendieren ja dazu, bis weit das Wasser relativ schnell einen Gelbstich zu bekommen, dass man den schön rauskriegt, trotz Wasserwechsel. Hat uns unterstützt mit zwei 3 Liter Multireaktoren von den Multifiltern. Als Befüllung logischerweise gleich das große Pack Carb L. Die Firma Eheim unterstützt uns mit zwei
300 Watt Thermocontrol Heizstäben und dann noch zwei Kompakt on 300. Das sind nachher die Pümpchen, wo dann für die Nachfüllanlage dann nachher zuständig sind. Und dann noch zwei Fotoautomaten, weil bei den vielen Fische schafft es glaube ich einer nicht so ganz. Die Firma Royal Exklusiv unterstützt uns hier in dem Projekt mit einer Wedgewagen 3 Freshwater mit 9000 Litern in der Stunde. Das wird nachher die Zentralpumpe, die Hauptpumpe, so gesagt. Von der Firma Refactory stellen uns ein Level Keeper zur Verfügung, ein Thermal Control und zwei Level Sensoren. Die Level Sensoren, die nehmen wir dann nachher dafür, die kommen dann in die Nachfüllbecken rein, dass dann die Jungs von der Haustechnik quasi dann einfach nur eine Meldung bekommen, der Tank wieder nachfüllen, der Tank ist leer. Die Firma Premium Sublease hilft uns mit zwei Clarity SK aus. Ich habe deshalb zwei genommen, weil die Anlage wird relativ groß, sehr hoher Fischbesatz, sehr große Pumpendurchwälzung. Daher dachte ich, einer ist zu schwach, deshalb nehmen wir zwei. Die Firma Zoologischer Bedarf vom Hartmut Koschorke unterstützt uns mit 200 Kilo Dupla Quant Nature. Das sind jetzt einmal 10 Kilo. Wir haben aber noch im Ganzen haben wir 200 Kilo zur Verfügung gestellt bekommen. Und von Brightwell hat er uns noch zwei Bioplatten zur Verfügung gestellt, gerade für die biologische Reinigung in der Filteranlage. Von der Firma Sibo Fluidra, die unterstützen uns mit einer großen Ladung, also es ist weitaus mehr, mit einer großen Ladung Sintermetallröhrchen und Filterschwämme, grob und fein. Und von uns gibt es noch eine Ladung Biobälle dazu und auch noch von Blue Lagoon eine 75 Watt UVC-Anlage. Die kommt von unserer Seite noch on top. Daytime unterstützt uns mit vier Matrix-Balken, das sind die 150er, kommt quasi vorne kommt eine Zweierreihe und hinten kommt eine Zweierreihe mit unendlich vielen Matrix-Modulen. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 mal das Modul Matrix Pro in der Farbe Sunlight Color und 2, 4, 6, 8 und 16 Stück Sunlight Ultra. Es wurde uns auch noch das passende Netzteil zur Verfügung gestellt, die ganzen Halter, Verlängerungskabel, Verteilerkabel und dass wir das Licht schön einstellen können, dass die Farben schön rauskommen und natürlich auch schön für die Pflanzen nachher ist. Den SC20 Smart Control Regler. Ja, das war es jetzt mal zu der Technik, die schon hier ist. Wie gesagt, es kommt noch eine Ladung, wird dann beim nächsten Video dann ein bisschen vorgestellt. Mit den Videos geht es jetzt so weiter. Die nächsten paar Wochen kommt das Glas, dann wird das Aquarium geklebt. Und bei der Verrohrung von der Anlage, da nehmen wir euch dann auf jeden Fall wieder mit. Beim Aufbau der Anlage sowieso, das lassen wir uns da nicht nehmen. Der Aufbau erfolgt über zwei Steps. Einmal der Aufbau von der Anlage, die gesamte Verrohrung. Dann kommt der Schreiner und der Trockenbauer, macht einen schönen Kasten rumrum, beziehungsweise wird in eine Wand eingelassen. Und im Step 2 kommt dann die Deko rein. Und bei der Deko, da schauen wir mal, vielleicht kriege ich es hin, dass noch ein kleiner Überraschungsgast mit dazu kommt. Was heißt kleiner? Großer Mann ist es. Schau mal, dass es klappt. Ich hoffe es. Ja, das war es jetzt mal zum Teil 1 vom Herzensprojekt. Projektname Herzenssache. Wie gesagt, teilt es. Das ist eine mega geile Sache. Die Kiddies haben es, wie gesagt, auch meiner Meinung nach verdient, dass ihr ein richtig geiles Becken bekommt. Und ich hoffe, ihr seid bei dem Projekt alle am Start. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.